Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm als die lieben Mali, Mansa Musa. Was wollen wir hier als nächstes bauen? Du hast ein Monument gebaut, das hast du ganz großartig gemacht, Gratulation. Deswegen kannst du meinen Kornspeicher raushauen, weil du hast nicht gerade besonders viel Wohnraum. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Einheit benötigt Befehle. Okay, okay. Wir können da noch einen Bauernhof drauf an. Wird jetzt auch langsam einsatzbereit. Jetzt sollte ich Geld sparen, damit ich alles sofort hier reinkaufen kann. 106, wie war das nicht mehr? Ich hätte schwören können, es wäre mehr gewesen. Geringe Niederlage. Bamsty. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir haben mit dir nur noch eine Verbreitung, mit dir haben wir zwei. Das ist. Hier könnte es sich lohnen, dass wir mal wenig in die Richtung aufbrechen. Hier können wir eigentlich weiter einfach darauf warten, dass der jemals sich aus diesem Lager raustraut. Hat irgendwer von euch noch? Du hast 5 Verbreitungen, alright. Das ist, du kommst hier hin. Und ihr könnt eigentlich dann auch gleich in die Richtung rauf fahren, schwimmen und so weiter. Weil da unten sind wir eigentlich überraschenderweise so gut wie fertig. Ja, ich glaube, wir machen zuerst den Kontinent und ich brauche echt. By the way, ja. Nach Militärtechnik machen wir das Überseezeug, weil ich muss ja irgendwie rüberschwimmen können. Mit meinem Apostel. Kartografie ist das. Heißt die Deck, glaube ich, die wir brauchen dafür. Du kommst dahin, du kommst hier hin. Das brauche ich alles nicht. Merkantilismus sollte uns helfen. Welche Ausrichtung gibt uns die. Haben wir die Karte schon? Eine Karte ist hier plus. Yo, Gummibaum, you fucking idiot. Gummibaum, you fucking idiot! What are you doing with your life? What are you actually doing with your goddamn life? Gummibaum, you fucking... Okay. Religiöse Orden sollten wir vielleicht auch noch reingehen. Wobei die Leibeigenschaft schon ziemlich viel Sinn macht. Aber wir bauen ja keine. Wir können ja einfach reinhauen, wenn ich die nächsten kaufe. Very good point. Ich meine, wir haben nirgends 10 Punkte, aber wir haben doch einige heilige Städte. Die ziemlich. Aber Städte sind gut gebaut für jede Aufgabe. Gibt es einen Ort, um sie zu verrichten? Yes, indeed. Vor allem fürs Beten. Es wird zusammenbeten, kann eigentlich gar nichts Schlimmes mehr passieren in der ganzen Welt. Also, bedankt euch bei mir. Du kommst dahin. Wir hauen da mal weiter fleißig. Ausbreitung raus. Was hast du hier noch? Ah, du kriegst die 100 Gold. Das heißt, ich sollte mal checken wieder. Religion. Ja genau, nerv mich noch ein bisschen mehr. Spiel, wie wär's damit? Spiel, you fucking goddamn dick! Lustig. Vielleicht geht's. Sagen wir, es geht. Ich sage, es geht. Ich glaube, es geht. Geht's? Ja, es geht. Bam! Ha! Und wie richte ich mal wieder ab? Wie üblich! Produktion wählen. Kurzer Moment. Du baust ein Monument. Für einen Moment. Ha! Okay. Ich kriege mich gleich wieder ein. Tut mir leid. Ich nehme gerade zu viel Ziff hintereinander auf. Da kann der Kopf nur durchdrehen. Oh, der Ziff-KI ist, die mit mir reden. Mir erklären, wie super meine Städte sind, weil es überall einen Ort gibt, wo man nicht sagt. Ich sollte mich nicht darüber aufregen, mit dem Netz zu mir sind. Aber es ist ja alles nur Show. Es sind ja keine loyalen KIs. Und dann nächstes Mal kommt wieder, du bist so blöd, weil du hast keine Schiffe. Deine Kavallerie ist so klein. Nö. Dein Penis ist klein. Die ganze Zeit in einer Tour. I don't know, ich würde gerne mit ihm schlägern, aber er will irgendwie nicht mit mir schlägern. Vielleicht will er dahin. Schauen wir mal, ob er dahin will. Oder hast du einfach aufgegeben? Bist du Mönch geworden, lieber Apostel? Ein Guru. Ja, 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 aber das machen wir alles hier, sobald es hier fertig ist. Dann haben wir eh unendlich viel Glauben. Also nicht wirklich unendlich viel, ein bisschen Glauben. Wie könnt ihr es wagen, solche Ländereien für euch zu beanspruchen, weil euer Volk so schwach und schlecht geführt ist? Nein!
Quod erat fucking demonstrandum ist das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Eines dieser Worte war nicht lateinisch. Ihr könnt es erraten, welches. Religion verbreiten. Bam! Okay, war leider kein besonders bamiger Bam hier. Relativ ungebamt. Okay, sag einmal. Das ist ein fucking Disputant. Du bist ein Disputant. Du bist überhaupt kein Disputant. Aber ich bin auch kein Disputant. Wieso ist der jetzt auf einmal wieder so stark? Können wir das wer erklären? Because I don't get it. Bist du Disputant? Nein, egal. Du kommst trotzdem dahin. Du haust dich mal da dahinter. Das könnte alles sehr unangenehm werden. Du, mit dir wollen wir eigentlich nicht unbedingt kämpfen, weil du hast ja noch die Verbreitungen hier zu tätigen. Du hast auch noch, naja, du hast auch noch gewisse Verbreitungen in dir. Sodale. Was machen wir als nächstes? Du baust einen Kornspeicher in einer Runde. Da hat ihn wieder die Basilika gebaut. Einfach so. Du baust ein Monument. Ohne zu fragen. Also, da stehst du im Wald. Du stehst nicht mal im Wald? Why the fuck? Bist du dermaßen stark? Nicht okay. Er hört sich da auch um die Häuser. Ist etabliert, zwei Runden noch. Oh, ich dachte kurz, die Pferde wären da. Die Pferde sind nicht da. Keine Pferde. Genau, Geld sparen, damit ich alles nachher reinkaufen kann. Yes, yes. I know, I know. Bamst du? Da eine Mine drauf, da eine Mine drauf. Oh, 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 oh. Ja, yep, 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 yep. Ja, so geht's. So geht's einem. Wenn man einmal versucht, die ganze Sache friedlich zu lösen, dann gibt's gleich wieder Schlägerei. Immer gibt's Schlägerei. Ich habe zwei Disputanten. Du bist einer meiner zwei Disputanten. Ich glaube, du musst einmal ein bisschen disputieren gehen. Wie? Nur zum. Okay, Partsituation. Du bist sicher Disputant. Ja, sage ich ja. Warum ist er so stark? Sage ich ja die ganze Zeit. Nur glaubt's mir wieder keiner. Du gehst dahin. Du gehst hierhin. Du stehst weiterhin deppert in der Gegend rum. Das steht dir gut. Okay, du hattest auch die richtige Religion. Dann gehen wir als nächstes nach Hongkong. Die Bank werden wir nicht kaufen. Was hast du gebaut? Den Kornspeicher. Bauhalterwasser wieder. Bau halt eine Wasser. Ich bin ja nicht so. Du bist nicht der Disputant. Nein, 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 nein. Okay, das ist. Wie komme ich denn jetzt hier nach Hongkong? Ist eigentlich. Hat da wer eine Wegbeschreibung? Okay. Alles klar. Du bleibst hier. Ich meine. Ja, das Gurieren. Die Gurus verwenden wir nachher. Du gehst dahin. Eine Runde haben wir die heilige Stätte. In einer Runde. Okay, okay, okay. Mal schauen, wie es dir gefällt, wenn ich das gleiche mit dir mache. Hm? Oh, ich stehe nur so neben dir. BAM! In your face, Junge! Und schon weg. Ich glaube, es wird Zeit für einen Guru. Das heißt, ich will das jetzt eigentlich gerade... Warte mal, 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 warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, okay. Ich muss das nur sehr intelligent machen, damit das alles funktioniert. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und jetzt heilen wir alle auf einmal. Wonderful. Plus 40 war das? Egal. Sie sind alle wunderbar geheilt. Life is great. So, jetzt kannst du zurück nach Hongkong. Du! Jetzt ist da schon wieder einer zum Schlägern, aber ich will ja gar nicht schlägern gerade, eigentlich. Das möchte mir. Na, ist eigentlich egal, das können wir genauso gut in Hongkong machen. Bleib da mal stehen. Du bist kein Disputant, das heißt, es könnte jetzt schmerzhaft werden für uns alle. Bleib mal da stehen. Genau! Einmal Schrein, einmal Tempel, einmal Moschee. Und dann werden wir hier. Erstens, ich brauche einen weiteren Guru, I know. Aber wir bauen mal einen Apostel und dann bauen wir einen Guru.
Brauche ich ein bisschen Nagel? Was machst du hier? What? Dann kannst du mal hier. I don't get it. Dann kannst du mal hier. I don't know. Geh nach. Wo ist irgendwo hin halt? Hauptsache raus hier, damit ich nur was Vernünftiges hier reinkaufen kann. Bisschen nah ist gleich auch. Richard. Einmal in Guru. Wunderbar. Okay. Dann kannst du auch noch einen Markt dran haben, aber den können wir auch einfach kaufen. Und dann können wir hinterher noch gleich einen Händler kaufen. BÄM! Oh, mein Zug. Kommt Freude auf. Macht schon Spaß. Monument bauen. Also die Mali. Und die Sachen in der Gegend rumkaufen. Pretty, pretty fun. Du gehst hier hin. Der macht's dabei nix. Und den du baust der Mine. Wir machen hier mal weiterhin ein paar Sägewerke. Wir sind 22 Runden damit fertig. Das ist auch nicht wirklich so bald. Forschung wählen. Den Druck. Na, okay, das bringt nicht viel. Verbotene Stadt. Nichts davon bringt viel. Und ich habe gesagt, wir müssen endlich Richtung Kartografie. Das sollte ich jetzt auch machen. Stützpfeiler brauchen wir scheinbar dazu. Keine Ahnung, für was man Stützpfeiler braucht, um Karten zu machen. Aber hey. Ich bin ja auch der Kartografeur, Kartograf, keine Ahnung, wie das heißt. Das Kartending, sie bin ich nicht. Es ist nicht Pro-Wüste. Ich weiß genau, mit wem ich spiele. Für jedes So. Und was ist Monster fucking Musa? Flache Wüstengefäße in der Ursprungsstadt. Achso, ich meine. Plus 1. Wahrscheinlich nicht so viele. Es sind schon. Na, wir gehen da. Ich meine, es geht ja so nicht. Wir gehen nach Gao. Guru, du gehst dahin. Apöstelchen. Okay. Pretty dope. Die Kehre. Denn, okay, ist jetzt Fighter. Dahin und, dahin. Das ist leider nichts Sinnvolles mehr machen. Da ist der Apostel jetzt drinnen. Okay, okay. Kann ich einfach kurz vorbei? Nicht, ohne dich zu reizen. Du kannst ebenfalls hier hin. Da ist auch ein Apostel von denen. Bist du Disputant? Du bist der Disputant wieder. Einer geht darüber. Was hast du jetzt schon wieder? Vorher auch einer. Er hat wahrscheinlich vorher auch ein Problem. Also ein weiterer Disputant. Weißt du was? Wir bringen ja eigentlich gerade wieder einen Guru vorbei. Also heimen euch fast ganz hoch. Ja, ihr seid nicht besonders gut im Fighten, aber ihr seid nur noch dafür einsetzbar. Ich glaube, ich brauche nochmal. Ich kann eh schon wieder einen Apostel und einen Guru bauen, oder? Na, 475 habe ich nicht. Also bauen wir zuerst den Guru und dann den Apostel. Immer nach Tuba. Geh nach Tuba. 200 Gold pro Runde. I dig. 144 Glauben pro Runde. Du wirst mir das geben für Salpeida. Ich meine, grundsätzlich mache ich keine Militäreinheiten, das ist relativ wurscht. Ob ich dir meinen Salpeida gebe oder nicht. Also eigentlich wieso nicht? Tja. Wollen wir noch ein bisschen mehr handeln? Das ist zum Beispiel, was dir fehlt in deinem Leben, wäre Silber. Ich handle nicht genug, ich weiß, aber es ist. Mal ein bisschen Fahrt, immer da wieder durchzugehen. 220 vielleicht? 200 ist es. Nicht 2200. Ich meine, es würde mich auch nicht stören, aber das möchte sie lieber nicht.
Wie freundlich von euch. I know. In a market economy, however. Freundschaft verkünden? Was? Ich meine, du wirst nicht wirklich Freunde sein mit mir. Wobei, warte nur, bis du komplett meinen Glauben hast. Dann ist es vielleicht wieder was anderes abkommen aushand. Das 216 Groll gegen uns. Aber das wird immer mehr Groll, je mehr Leute wir bekehren. Blöd. Hey! Holy mother of fucks again. Wieso gibt's hier mir so viel? Ich dachte, du magst mich nicht. Hey, noch ein bisschen Tee oben drauf. Look at you. You go, girl. Gib mir noch mehr Geld. Hey, Stickens. Und ich meine, nachdem ich dir jetzt so viel Handelsgüter gebe, kannst du ja quasi nicht mehr sauer sein auf mich. Könnte jemand böse sein, der dir Tee verkauft? Wollen wir dir mal die Bank... oder warte mal. Das erste ist mal schauen, ob wir irgendwo noch Schreine und ähnliches kaufen können. Da habe ich noch nicht alle gekauft, oder? Bei dir? Bäm, sag ich ja. Aufpassen muss man da. Tempel, ein Moscheechen. Nee. Warum da eher noch ein? Ich kann noch einen Markt hier raushauen. Die Märkte sollten wir auch überall machen, damit wir die weiteren Handelswege haben können. Was hast du sonst hier noch zu anzubieten? Warte mal, hattest du... Du bist Bekehrer und Redner. That's pretty dope. Ich meine, das ist auch, aber Bekehrer und mehrmals verbreiten ist noch zu gut. Okay, jetzt kommt hier noch ein Apostel raus. Wer von euch ist der Disputant? Du bist der Disputant. Hello! Wer von euch hat nur noch eine Verbreitung? Du hast nur noch eine Verbreitung. How... sad. Das geht sich nicht aus. Diese blöden Lager sind extrem nervig. Das hat die ja quasi, das hat die nicht mal angekratzt. Okay. Okay, wie viel hast du noch? Du hast auch nur noch eine Verbreitung. Du hast aber noch ein paar, gell? Drei. Okay, dann gehen wir einfach mal darüber. Ah, okay, wir gehen nicht einfach. Dann gehen wir einfach mal darüber. 600. Du hast mehr Stärke in denen. Ach, cool. Da haben wir vier Verbreitungen. Was hast du? Du hast. Hast du Bekehrer? Du hast Bekehrer. Bam. Und du hast... Nichts wirklich Wichtiges. Aber noch drei Verbreitungen. Okay, das heißt, dich sollten wir bald haben. Ich will mit ihm nicht zweimal die gleiche Stadt bekehren. Unten passt alles, oder? Ja, ja, ja. We're working on it. Geld bringt uns das alles natürlich auch pro Runde. Ich schaue schon wieder nicht mehr so schlecht aus wie vorher. Bauwesen. Religionssieg. Es gibt nur noch einen anderen, der relativ fett im Religionsgeschäft ist. Oh, beide Augen zu machen, 165 Wissenschaft. Okay, sure. Aber wir sind ja beste Freunde. Ich gehe sie vielleicht am Schluss bekehren. Oder ist das... wird sie angefressen auf mich? Wenn ich sie nicht zuerst bekehre, wird sie wahrscheinlich angefressen auf mich. Das ist das Monument abgeschlossen. Ich würde hier gerne einen Campus bauen eigentlich. Ich gebe es ja zu. Ich meine, ja, aber ich krieg da nicht nur, ich krieg da nur plus 1, it's fine. Wir bauen trotzdem einen Campus. Sobald ich die Campus immer gebaut habe, kann ich hier die ganzen anderen Gebäude dann reinkaufen. Gonna make everything easier. Du baust immer einen Coinspeicher. Das ist eine Verbreitung. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dir hingehen soll. Wir sind so schnell unterwegs, meine Apostel kommen gar nicht einmal... mit dem Bewegen hinterher. Bin ich da ein bisschen überrascht, wie gering die Gegenwehr ist bisher. Weil sie macht immer noch mehr Glauben als ich. Ich weiß schon, die KI und so. Aber sie macht 100 mehr Glauben als ich pro Runde. It's great, will ich damit sagen. Ich beschwere mich nicht. Es ist eine positive Überraschung. Aber eine Überraschung. A surprise but a welcome one. Soll noch einer sagen, ich kenne keine Memes. Ha! wir gehen nach Tuba. Politik ändern. Genau.
Wir bräuchten ein bisschen mehr Politikplätze. Eieieiei. Wir brauchen. Das ist ja. Ich meine nicht. Oh. Fuck! Meine ich damit. Ich glaube in die religiösen Orden los. Auch wenn es mir im Herzen mehr tut. Aber das ist immer so viel Geld. Und Glauben. Ich meine, so viel ist gar nicht. Aber ein bisschen Geld und ein bisschen Glauben. Darauf zu übertreiben, Gummibom. Ja, und es rächt sich schon wieder. Jetzt geht auf den los, der da alleine unschuldig vorne steht. Wo ist jetzt er abgeboscht hin? Ich weiß ganz genau, das ist ein halbtoter fucking. What a dick. Apostel rumstand. Tut so, als wäre da überhaupt niemand. Dreckige Lüge. Was ist wieder Disputant? Kampf durch Theokratie. Schleichen wir uns wieder. Vielleicht habe ich gerade einen schweren Fehler gemacht. Wo ist denn jetzt. Du bist einer von den Disputanten, aber wir hatten auch noch einen, der. Wo ist denn der andere? Da ist der zweite Disputant. Du kommst du mal da ein. Weil da haben wir auch schon wieder Schlägerei gleich. Sag mal. Okay, kann ich. Please. I made a mistake. Dankeschön. Widmung wählen. Fortfahren. Ich kann nicht. Ich kann nicht das auswählen, was ich auswählen will. Nein, bringt uns wenigstens mehr Geld. Ja, das macht es wesentlich weniger schlimm. Achso, wir haben dich eigentlich noch gar nicht bekehrt hier, hä? Was bist du? Ah nein, das wollen wir auf keinen Fall. Mit dir? Ah, cool. Nochmal 100 Geld. Okay. Jetzt dahin dabei. Jetzt kommt langsam die Gegend. Ist auch schön. Okay, wieder 22 Minuten gespielt. Ich hoffe, wenn das so Spaß gemacht hat, zu sehen, wenn das der Fall war. Lasst doch ein Like da, abonniert den Channel, aber freut mich schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!